Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013 im Koop mit Moichan zum Rennen von China. Ni hao, ja, großer Preis von China. Ich freue mich wie ein Kind vom ersten Schulstreich. Der Spruch ist alt. Der ist nicht von mir. Ja, das wird trotzdem bei dir alt. Ja. So. Großer Preis von Chinas Rennen. Super. Ich gehe von Position 10? 11. Genau, 11. Von der 16 war klar. Schon so lange her, ey. Und der Ladebildschirm hat irgendwie was geraucht. Der Warum? Geht immer schneller. Oh, liegt am PC. Vielleicht am Kühler. Weil ich will ja nicht mal arbeiten. Also, erstmal die Startaufstellung. Wir legen noch, da muss ich mal hochscrollen. Das ist ja schlimm. Auf der 1, souverän Fernando Alonso, dahinter Kimi Räikkönen, der Iceman. Dann auf der 3, der erste Deutsche, Nico Rosberg. Ja, wo bleibt Sebastian Vettel? Der ist jetzt auf der 5, auf der 4, vor ihm Felipe Massa, Ferrari ziemlich gut. Auf der 6, überraschend, finde ich, Jenson Button. Mark Webber nur 7. Roman Grosjean 8, Perez 9 und Hülkenberg 10. Wenn ihr mich vermisst. Determined F1, ja, wo ist der? Muss dann der Top 10 sein? Hä? Ihn hat keinen Bock gehabt, der ihm reicht der 11. Platz. Dann kommt erst Hamilton auf der 12. Ich auf der 16. Und Guido auf der 22. Regenwahrscheinlichkeit 0%. 28 Runden, yeah! Unsere Rennstrategie lautet. Genau, die Rennstrategie. Erstmal gucken, ob das Setup alle doch normal ist. Okay. Die Rennstrategie, genau. So, wie war das da in Malaysia? Da. Es hängt alles von Auto ab. Mit den 2 und 3 Stops. Ja. Also, wie gesagt, also. Die weichen Reifen, wie man bei mir sieht, die sind hier wirklich 100%, ja? Aber ich sage euch, die halten nicht länger als 6 Runden. Jetzt ehrlich, die halten nicht länger als 6-7 Runden. Und wenn da steht 9, das kannst du vergessen. Ich mache nämlich 3 Stops, du wirst bestimmt auch 3 Stops machen. Ja. Also, das werden auch andere machen, weil diese Reifen sind einfach katastrophal. Die halten gar nichts. Also, ich fahre 3-mal hart. Ich auch. Ne, ich fahr 2. Hä? Ich fahr 2-mal hart? Nee, falsch. Also, ich starte auf weich. Gehe in Runde 6. Was? So lange halten. Was? Du startest auf hart und gehst in Runde. Ich starte auf weich. Ach so. Hör mal zu. Ich hab hart verstanden. Ich starte auf weich, gehe in Runde 6 in die Box. Wechsel auf hart, gehe in Runde. Wie lange halten die harten? 10 Runden? Vielleicht. Dann gehe ich in Runde 15 rein. Okay. Wechsel auf hart. Dann gehe ich nochmal in Runde. Oh, upsala. Runde 24 rein. Kann ich die nochmal. Ah. Naja. Nee, weich. Ja, okay, dann habe ich ja angefahrene Reifen, oder? Du ziehst erst die neuen Reifen auf. Das heißt, du müsstest eigentlich noch einen weichen Reifensatz übrig haben. Na, ich habe jetzt nur noch den, ich am Start hier habe. Der ist ja der letzte neue. Ja, dann hast du ein Problem. Dann musst du. Er müsste sich 3-mal hart nehmen. Naja, aber guck mal, wenn ich jetzt so. Auf weich starte, gehe ich in Runde 6 in die Box. Ja. Warte mal, wechsel in Runde. Wie machst du? Ich wechsle in Runde 15. Nochmal auf hart. Und dann Runde 24. Würde ich gerne auf weich wechseln, aber dann wechsle ich halt nochmal auf hart. Ist ja auch egal. Ja, kannst noch du auch. Auf Regenreifen wechseln, aber. Nimm doch, wieso nimm doch weich? Das passt doch. Ja, aber weich, die Reifen, da kommt. Ich weiß nicht, ob das so ist, dass sie denn meine alten Reifen nehmen. Die nehmen die frischsten neuen Reifen. Das heißt, ich habe nur noch einen weichen, frischen, den nehme ich jetzt ja. Am Start. Genau, dann nimmt das Team deinen zweitbesten, deinen besten Reifen. Ach egal, nimm aber auch weich, ey, ist doch mir egal, verkack ich halt. Ach, oh Mann, ey. Anstatt mal Glanzpunkte zu setzen in dieser Saison, ja, wie Thomas Meyer das so gerne möchte, was macht er? Dann kann er sowieso. Das ist schon. Red Bull verleiht Flügel, Tor raus und zerstört Flügel. Das ist ja schon allein. Diese Einstellung, ja, das kann nicht gut gehen. Ach ja, Team mit Dennis Duell führe ich weiterhin 2-0. Sollte man vielleicht auch mal kurz erwähnen.
So, bist du bereit zum Verkacken? Ich bin bereit, auf Klo zu gehen, und zwar richtig doll. Nein, Spaß, auf die Strecke. Let's do shit. In 30 Sekunden wäre es schwer gewesen, jetzt auf Toilette zu gehen. Schaffe ich. Ach ja, man hat ja noch diesen Ladebildschirm, das sind auch nochmal vielleicht 10 Sekunden und dann die Startaufstellung. Die Startaufstellung auch nochmal übelst behindert. Und jetzt, meine Freunde. Scheiß Ferrari! Jährliche Spruch aus F1 2012. Scheiß Ferrari! Ihr kennt die alle. Und du hast die bessere Seite. Ah, okay. Rein Hülkenberg vor mir. Lenkrad, bitte verkack nicht. Wenn man so angestrengt wird. Der größte Preis von China beginnt jetzt. Gar kein alter Bottas. Ne! Alter Klammer, oder 500 km durchbrettern. Ist Philipp da? Na klar, der rammt wieder hin. Oh, du hast was Rossbett gehauen. Hau ab da, McLaren! Vierzehnter, wo bist du? Siebter. Sorry. Kann man hier reinquetschen. Ah, oh, Beschleunigungsduell Perez gegen mich und Perez gegen mich. Ich bin Sechster. Alter, wer ist denn da rausgeflogen? Machst du das? Nee. Okay. Ich duelliere mich hier mit Button, Rosberg und Co. Ich hab den anderen McLaren bei mir. Paris. So, anstrengend. Ich verbremse mich erstmal eiskalt. Ah, die Schahn hat es nicht bereit. Wer liegt denn vorne? Raikön liegt in Front. Na, hat er den Alonso am Start gekriegt? Scheint wohl so. Oder gerade erst überholt. Oh, ein trockenes Rennen, das klingt ja schon mal sehr gut. Ich finde die KI übelst stark im ersten Sektor. Oh ja, die hauen hier ab. Du bist ja ein Anführer der Kampfgruppe hier, wa? Ja, kann man so sagen. Ich bin der andere Anführer. Oh Mann. Auf welchem Platz? 12. Boah, ist das schwer. Die hauen jetzt schon wieder alle ab, ey. Keine Chance habe ich hier. Perez haut mir schon wieder ab. Du musst jetzt einfach am Start, musst du also überholen und dann einfach nur dich machen. Also dich. Wie soll ich das 28 Sekunden durchhalten? Tja, musst du aber irgendwie. Mich lädt hier erstmal jemand zum Spielen ein. Ach, so ist das. 1,39,1 ist der nur gefahren. 1,6 Sekunden schneller als ich. Okay. Umgefahren. 1,47. Weber jetzt auf 7. Boah, ist aber echt schwer, tut mir echt leid.
Also auf der von McLaren kann ich mich absetzen. Ja, die letzten vier da hinten oder fünf. Ja. So noch DRS aktiviert, da will ich mich nicht lange gegen Weber wehren können. Na, das ist so immer die KI, also überhol dich, aber du bist in der nächsten Runde da und kannst auch wieder überholen. Also. Alter, wieder, wieso lecken die Computer hier eigentlich so extrem? Die lecken bei dir, weil die bei mir. Ja! Boah, driften die Kurve, so driftet man. Ey, Weber schiebt nicht! Übung! Wovon diese Kämpfe kosten Reifen? Jetzt schon komplette Marschi-Reifen. Und ihr seht, ich gebe Gas wie Sand frei. Ich lieg nur 5 Sekunden hinter Rosberg. Wer? Ich. Das ist ja eigentlich ein guter Speed. Oh, was ist das denn? Nee, du kommst nicht vorbei. Tut mir leid. Und es ist auf einmal so weggedriftet. Ey, diese Reifen sind schlimmer, ehrlich, ey. Es kommt so vor, als ob 50% am schlimmsten wären. Ja, mir auch. Also 100% bis ich noch nicht gefahren habe, bei Philipp in der Karriere sieht super simpel aus, finde ich. 25% sind auch ziemlich leicht. 50%, ey, tut mir leid. Boah, das liegt halt am Auto. Das sage ich immer wieder. Kannst du das beste Setup haben? Es liegt aber am Ende immer an den Reifen. Ich finde schon faszinierend, wie die KI die erste Kurve nehmen kann. Ich bin ja voll am Abkacken, ey. Also ich bin nur 2 Sekunden langsamer. Das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. So, ich verlege meinen Boxenstopp jetzt schon vor. Eine Runde vorher. Wo wolltest du reingehen? Runde 8. Runde 8 willst du reingehen? Du willst 8 Runden mit den weichen Reifen durchhalten. Hart! Du startest ja auf hart. Boah. Ist halt anstrengend. Alter, der Weber kann nicht, es kann kein. Er kann nicht mal mit dir mich attackieren, ey. So schnell fahre ich, ey. Weber hat echt Probleme, ey, mich zu attackieren. Ich fahre 1:41,2. Und fahr genauso schnell wie Rosberg. Alter, der hat mich angeschoben, mal wieder von hinten. Der mag's von hinten, ne? Die Boxen einfach, das ist aber auch tricky, ey. Ja. Sagt er immer wieder nur Lewis Hamilton. Ja. 2007. WM versaut.
Er hat dazu beigetragen, man muss mal so ausdrücken. Ich weiß nicht, wie du mit dem Rausbeschleunigen mittlerweile klarkommst. Naja. Also ich habe gar kein Problem mehr damit. ...6,5 Sekunden Rückstand nur auf Rosberg, ey. Manche anderen YouTuber, die machen ja auch Formel 1 hier. Aber den verstehe ich halt nicht, denn die fahren ohne... Also die fahren nicht ohne alles, aber die fahren so mit so viel mit, ja. Verhalten alles. Und also sind trotzdem so schlecht, ey. Okay, die fahren mit Controller, aber... Verstehen, dass man auch dafür noch so, keine Ahnung... ...so viel Likes halt bekommt, verstehe ich nicht. Weil die ja... Die fahren auf so einem billigen Schwierigkeitsgrad. Die Fahrhilfen irgendwie strecken uns hier übelst an. Verkacken nur. Und ich gebe hier Vollgas hier vorne gegen Weber. Na, Weber, müssen deine Reifen nicht so langsam im Arsch sein? Warum sagt er mir, Vettel soll in den nächsten 500 in die Box machen? Ich bin 19. Vettel. Ja, Vettel. Ah, der ist hinter mir. Jetzt weißt du warum. War er in der Box? Auf welchen Reifen hat er gewechselt? Auf weich. So, Guido. Oh, wie lange krauchst du denn hier rum? Auf Platz! Mag dich, Guido, aber ich muss leider vorbei. Oh oh. Oh oh. Oh Gott. Ich muss leider abkürzen, Entschuldigung. Oh Gott. Oh oh. Das war ey, komplett abkürzt am Platz. Die Linkskurve, die du nicht so magst da. Ja. Da ist er da links dieser weiße, keine Ahnung, Rand, ja. Ja. Komplett drüber gefahren. Okay. Weil ich musste irgendwie am Bianchi vorbei, ich hab zu spät gebremst. Dann musste irgendwie vorbei, hab eigentlich keine Verwarnung bekommen. Kommt bei dir gleich ein Werber in der Nähe raus? Ah ne, du warst ja schon drin, oh. Und bremst den Cope Masters einen aus. Mann, leck mich doch. Alter, ja, Vettel wie. Was ist mit Vettel? Mich knallt in der ersten Kurve geholt. Ja, da muss die Innenbahn zumachen, schon haben die ein Problem. Ja. Aber der Reifenverschleiß ist schon übel, ey. Der ist zu übel. So, ich gehe das erste Mal in die Box. Und wie Grosjean führt. Wegzieht, ey. Es ist unglaublich, ey. Es ist unglaublich. So, runter damit. Rauf damit und weg hier. Damit du im Renntempo auf die Strecke zurückkommst.
Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Ich bin schon auf der Strecke, ich bin schon am Boxenausgang, du bist auch verloren, ey. Der Fahrer vor dir ist auf harten Reifen. Jetzt sind sie alle auf weich, ey. Okay, 13 da. 8 da. Warum soll Bottas zum Reifenwechsel kommen in den nächsten Runden, wenn er gerade war? Na, weil er auch weich ist. Wollen pushen, dann waren sie wieder in die Box. Auch sehr logisch. Ich bin momentan 8er. Ey, dass sie auch weich fahren, komme ich hier ganz gut klar auf harten Reifen. Ich hab jetzt nochmal so eine eigene Strategie zusammengehauen. Und zwar gehe ich in Runde 13 wieder in die Box, wechsle auf hart. Dann gehe ich in Runde 21 in die Box, wechsle auf hart und dann fahre ich durch. Links Frontflügel geteilt, oh mein Gott. Ich habe erstmal Voller wieder mitgenommen. Ach, der Voller, sehr gut. Dann kann ich ihn ein bisschen cutten. Sehr gut, Philipp. Die Kurve meinst du dann, oder? Ja, die Kurve. Oh, das ist ein Ferrari. Wer ist das denn? Müsste Massa sein. Oh, mein Auto, gib Gummi. Hau ab, Perez. Du bist doch weich. Hau ab, Mann. Hast gar nichts. Hier, Toro, so zerstört Flügel. Achte auf den Fahrer hinter dir. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Boah, aber wie sie alle auf weich sind, das gibt's doch nicht. Ciao. Ich bin auch gerade auf weich. Aber wenn man weich hat, wie man einen wegzieht, das ist ja unnormal. Auch da ist ja ein Sauber schon wieder unsichtbar. Hülkenberg. Ich bin 1:39.3 gefahren. Der Poller steht schon wieder. Tja, es gab einen mutigen Marscher, der hat ihn wieder hingestellt. Wie in Südkorea, wo sie da rüber gerannt sind. Ja. Ja, Hülkenberg. Das Ghost-Rennen bei mir. Wieso ist der nicht bei dir, der Hülkenberg? Gelbphasen, Sektor 1. Hä? Dann ist es Hülkenberg, jetzt abgeflogen ist. Wenn er bei mir ein Ghost-Cover, wenn da... Oh, ne. Ne. Fuck, fuck, fuck. Bugmasters, willkommen zurück. Willkommen in der 2013. Welcome to the century. Ey, wenn ich jetzt Hülkenberg war, ich raste aus. Weil Paris ist auch hinter mir weg. Wo sind die? Nur Leonardo hinter mir. Geil. Komm, Auto, fahr mal diese weg, ey. Da gibt's nichts zu suchen. Wir fahren so scheiße und kriegt trotzdem nichts gebacken. Ja. Ganz ehrlich, ich wäre mit Position 6 mehr zufrieden. Du wärst mit Position 10 zufrieden. Ja. Also Position 12 für mich. Boah. Und Toro Rosso, boah, geil. Das wäre nice. Runde hingelegt. Nach Rundenzeit
Rundenzeiten bist du im Moment vorne dabei. Gut, ich bin der Rundenzeit momentan voll dabei. Sind nur knappe 2 Sekunden, ne? Und ein bisschen mehr. Ich hab nur einen Button im Arsch kleben, aber egal. Im Arsch oder am Arsch? Ah, beides. Okay. Und nun den McLaren Arschkriecher. Oh, komm Auto, gib Gummi! Jetzt reicht es. Das bedeutet? Ja, keine Ahnung. Doppellinks ist auch ziemlich fies. Der äußere Curb. Ist hier nicht fast jede Kurve fies? Na, nicht jede Kurve. An der Doppellinks bin ich schon zweimal dran gescheitert. So, nächster Stop. Bei dir? Ja. Ich gehe nächste Runde rein. Er soll was saufen. Wer? Yeah, ich bin vor Philipp. Nicht mehr lange. Ich habe keinen Verkehr, sehr schön. Wo bist du denn gerade? Dieser Perez ist voll abgeflogen, das war nicht Hülkenberg. Wo bist du gerade? Doppellinks. Du bist in Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Nutz das aus und geh vorbei. Hinter, what? Komm, ich sehe da. Bin mir in die Box fahren, also ramm mich nicht weg. Bin es eh ein Ghost, also. Maionade ist bei mir ein Ghost, Car. Oh. Wo bist du denn? Hey. Oh! Oh! Hülkenberg-Dreher! Das war ich nicht. Wie ist das passiert? Philipp. Boah, frag nicht, ey, was da passiert ist. Boah, warum ist mal... Ja, musst du... Ja, der ist nur noch... Also, die haben sich berührt wahrscheinlich. Und dann hat sich der Erste weggedreht. Dann hat sich irgendwer so massiv weggedreht. Ach du Kacke. Hamilton auf der 10 hinter mir. Ja, das ist halt von hinter vorhin auf 12 gestartet, weißt du nicht? Mal, ey, ich bin bei einem Sektor auf, schon optimal. Ja, es geht so schnell. Also, wenn wir gerade wenig reden, dann liegt das daran, dass wir uns unwahrscheinlich noch konzentrieren müssen. Aber wir reden für unsere Verhältnisse ziemlich gut, finde ich.
Mir jetzt gewisse andere Leute. Ja, das hat jemand mir schon. Ich möchte keinen Namen nennen. Das ist aber. Ich würde sagen normal. Schon wieder Frontflügelteile rum. Mann, was machen die denn hier? Also ich freue mich immer noch, was die KI in der ersten Kurve geraucht hat. Ach, Vettel wieder 19 Tage ganz stark. Der wird auf jeden Fall Weltmeister in der Kurve-Saison. Alter, einmal nicht auf der idealen schon dreht sich halt weg. Welcher Platz? Ja. 18. momentan. Und du? 9. Wir glauben, dass du dir bald an die Box fährst. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Runden. Soll ich dir was sagen? Ja. Ich kann mir den Hamilton vom Leib halten. Okay. Also er kommt nicht wirklich an mich vorbei. Und ich hole sogar auf so Ziel noch vor mir auf. Also ich glaube, das Malaysia-Rennen, was ich gestern aufgenommen habe, das hat mir richtig weitergebracht, ey. Oh, der Poller. Und dann ist 40,9 gefahren. Bianchi auf Wald. So, den habe ich mal ganz schnell überholt. Also ich muss hier mal ein Lob aussprechen, also das ist ein gutes Setup eigentlich gewählt fürs Rennen. Das ist aus dem, was war das aus dem, an der von diesem Typen da, aus der Englischsprachige da. Ja, also das Setup ist gut. Ja, schlecht ist es nicht. So, so Ziel überholt in der ersten Kurve. Ah, eine 1:40,2 gefahren, okay. Ich war momentan Runde 1:39er Zeiten. Stabil. Und zwar wirklich stabil. Gerade Spaß hier hinten. Auch wenn ich 8-16er bin, macht Spaß. So, jetzt glaube ich, wird der Hamilton so Ziel angreifen.
Und ist doch vorbei. Bomben überholt. Ach, Hamilton wird in den nächsten zwei Runden in der Box fallen. Komisch, ich auch. Achtung, Unfall voraus, okay. Einschränkung Überholverbot, ich sehe nur kein Fahrzeug. Ich sehe nur einen Button vor mir, was mich gar nicht freut. Der auf weich unterwegs ist. Nach dem Rennen können wir mal gucken, wie viele Stops er gemacht hat. Das ist jetzt neu möglich. Das gucke ich mir mittlerweile immer mehr an. Ich habe es ja auch, glaube ich, immer leiser gemacht. Ja. Mark Webber stand quer! Und ich bin an Buttonhauer vorbei und Hamilton! Und Hamilton! Auch, Sechster. Stark, ganz stark. Und ich sehe den Fünftplatzierten vor mir. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Du musst nochmal in die Box. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Was macht Massa hier? Der ist ganz langsam in der ersten Kurve. Ganz langsam. Ich kann ihn. Alter, ich bin Vierter! Hamilton auch! Alter, wie viele sind. Ey, da sind jetzt 20 Leute in der Box! Da ist ein McLaren sehr langsam. Der Button? Ja, der war langsam. Der war sehr langsam. Ja, Button, halt mal schön Alonso für mich hoch. Ja, der soll ihn auffallen, das wäre richtig gut. Ja, der hält ihn auf. Ach, wunderbar, was ist denn hier los? Paris, der dreht sich halt weg. Tschüss, Paris. Och, sind deine weichen Reifen etwa zu... kaputt? Du abgenutzt? Ach, scheiße, wa? Verpiss dich. Ach, ein Frontfeder, Paris, einen Schaden. Hat mir für einen Schaden im Kopf einen Schaden. Alter, der hält ihn auf! Traum! Beautiful! Und wie man so schön sagt, unbelievable! Alter, was macht denn der da hinten? Geil! Fick die Oma! Halten meine harten Reifen längst in 9 Runden? Also 8 halten sie. Also mit 8 Runden habe ich alles richtig gemacht. So, Reifen, jetzt gehe ich meinen letzten Stop ein. Und du musst auch noch mal rein, wa? Ja. Fahren alle, die meisten fahren gerade auf weiß, die müssen sonst so noch mal rein. Hamilton macht richtig Druck bei mir gerade. Ein Toro Rosso auf 4, wann gab's das denn das letzte Mal? In Wettet Toro Rosso Zeiten oder was? Darf ich dir was sagen? Ich mache gerade so ein bisschen den Hülkenberg gegen Hamilton. Also. Das ist ungefähr genau die gleiche Situation, ey. Da wurde gerade mal die Sauberkraft auf den Toro Rosso rübergegeben. Boah, das Siebter? Ach, der auf der 7.
Wo bist du denn gerade? Weißt du, was ich sage? Ich bin auf der langen Geraden. Ich bin jetzt an dem grünen Strich. Oh Mann, ja, das ist eine Box. Warst du bestimmt. Ich fahre in die Box. Hamilton fährt noch eine Runde, okay? So, ich gehe auch in die Box. Weg hier, los! Sechs. Ich hab hier einen Schluck Cola aus Angola. Sechster ist Bottas. Los hier, macht hin! Ruf da, komm, 2,9 Stopp. Los, los, los! Ja, 3,1, sehr gut. Okay. Ich bin momentan Siebter. Siebter ist doch stark. Es wären 8 Punkte. 6. Ja, 6. Nee. 6, doch 6. Für den 6. gibt es 8, für den 10. Für den 5. gibt es 10. Ja, 6. ist Bottas. Ich gehe mal davon aus, dass der nochmal muss. Also ich habe perfekt gestoppt. Muss ich auch sagen, also bei mir war es auch nicht schlecht. Hammond müsste jetzt an der Box sein. Ja, Mayburtas fährt weiter, okay. Ja, der ist auf Fahrt, glaube ich, und der wird nochmal die letzten drei... Sag mal, wird schon 123, wird ja auch weich gehen. Okay, ich komm. Hier liegt schon wieder Frontflügelteile, das waren McLaren-Teile. Das kann der Button gewesen sein. Haut euch die Frontflügel ab. Okay, ich bin vorher mitten rausgekommen. Okay, Massa in der Box, da bin ich schon mal 15 da. Boah, das ist bei mir ein Ghost Car. Ihr überholt mich nicht mehr da hinten. Heute nicht. Maronat hat einen leicht beschädigten Frontflügel, das kann nur gut für mich sein. Okay, Bottas jetzt im Ghost Car sich weggedreht. Hamilton fährt auf weich die letzten Partie. Da wird er am Ende auch Reifenprobleme haben, der hat keine 6 Runden durch. Mit der es kommt jetzt nicht rein, der stand wohl am Drehzahl ganz auf festzustecken. Viel Platz lasse ich dir da nicht, Hamilton. So. Ich bin Fünfter. Gerade der Perez und der Wetter so gut dann so auf mir aufholen. Ich fahre gerade Vollgas. Mal schauen, ob Alonso noch mal rein muss. Dann wäre Platz 4 sogar drin. Boah. Alter, ich fühle mich gerade wie Hülkenberg, ey. Voll unter Druck gesetzt. Es müsste nur noch Alonso hinter mir sein. Dann hätten wir das perfekte Szenario. Rosberg müsste noch einen Frontflügel noch mal kurz verlieren. Oder irgendwo aufsetzen, dann Punkten sprühen. Genau.
Kann auch Fahrrad, aber warum können die so gut pushen? Die erste Runde kannst du immer richtig geil pushen. Ja, die fahren auch schon 2-3 Runden. So schnell. Und holen pro Sektor bestimmt 1-2 Sekunden auf. Oh, pro Runde. Weber hat sich Hamilton hat sich verbremst, der nächste Red Bull ist wie ein Ghost Car, das müsste Weber sein. Der fährt jetzt nämlich hier hinten. Eben. 1:39.111. Muss dann ausgehen. Ne, ich habe ja nicht nur Einser da stehen. Hat doch nochmal rein. Der rückt mal Ronaldo fährt rein. 13. Räikkönen ist erster. Wieso erwähnst du den erst, wenn du eh nicht da vorne mitfährst? Weiß er trotzdem, stand da. Stand da. Hülkenberg 12. Komm, haut euch raus da vorne. Boah, Mann, hast du eine gute Traktion, ey. Das ist ein Ferrari, oh Gott, ey. McLaren, Red Bull, Ferrari gegen Toro Rosso. Ich fühle mich gerade wie Hülkenberg. Nur aus der falschen Position. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin hier wenigstens noch in der Nähe der Position. Boah, das ist schwer hier gerade. Komm, Auto, gib Gummi. 13. Da wäre ich glücklich. Okay, wäre ich zufrieden. Der Vorsprung auf deinen Verfolger beträgt weniger als eine Sekunde. Pass auf, er wird vielleicht DRS nutzen, um dich zu überholen. Also bei der ersten Kurve mache ich nur noch die Innenbahn dicht. Der Voller musste auch dran glauben. Ach, da bist du gerade. Bist du in so einer Gruppe drin? Ja. Also ein 5. Platz, das wäre ein Traumergebnis. Hier kommt keiner vorbei. Bist du in Punkten? Nö. An 3 Plätze dahinter, auf 13. Nein! Wasser, du Fotze! Doch, da rein wird nicht besser, ey. Meins. Ja, bei mir auf jeden Fall nicht, ey. Kann nur schlechter werden. Oh, da waren Flugzeugteile, die sind geflogen. Schon wieder? Ich hab's gesehen. Ich hab's gehört. Oh. Die Zuschauer wollten uns ja fighten sehen, ne? Na, fighten nenne ich, kann ich es hier nicht nennen. Ich nenne es eher verteidigen und rumprügeln. Ja, und halt nennt man auch fighten, auch wenn du verteidigen musst. Ich war momentan die gleichen Rundenzeiten wie ein Alonso. Ey, China will ich hinter mir lassen, in der China so eine Kackstrecke hier in 2013. Ey, wie kann denn Massa bitte abhauen? Der ist auf hart genauso wie ich. Besseres Auto? Scheiß Ferrari.
Aber ist doch unlogisch, bitte. Jetzt schon wieder 5 Sekunden Vorsprung. Wo bist du gerade? 5. Lange gerade, gleich Bremspunkt. Ach, gleich Bremspunkt? So, wo 3 Punkte sind, da bin ich. War das hier mal das Rennen, wo Raikön von 2 auf 14 zurückgefallen ist? Oder war das Malaysia? Keine Ahnung. Meinst du ein Kurb oder ein Eck? Nicht. Das war letztes Jahr. Ich weiß aber nicht mehr, ob das China oder Malaysia war. So, 2 Runden muss ich mich noch wehren gegen einen Hamilton, der immer mehr Druck macht. So schwer hier auf Platz 14. Ich dachte, die fahren alle noch mal rein, aber nein. Also bei mir haben sie alle 3 Stops gemacht. Also die empfohlene Rennstrategie vom Renningenieur kann man ja in den Trost in den Sand setzen. Ich habe wenigstens hier 2 Positionen gesehen. Ich kann nicht verstehen, wie die so Druck machen können, ey. Die fahren die gleichen Reifensatz. Und sogar noch länger als ich. Weil die KI nur auf der Ideallinie fährt. Verpiss dich, Perez. Hamilton hat echt keine Traktion mehr. Ja, schießt aber noch irgendwelche Leute ab. Wenn wir am liebsten. Und irgendwelche kriegen Strafen. Oh, es war so Hamilton außen in der ersten Kurve. Und ist weg. Und hat sich verabschiedet. Das heißt, ich habe jetzt den nächsten Ghost Car hinter mir. Faire Aktion eigentlich von mir. Letzte Runde für mich. Für mich auch. Rette ich den 14. Platz nach Hause. Hast dich immerhin verbessert. Ja, ziemlich dunkel hier gerade am Himmel. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Nicht, dass jetzt auf einmal Monsunregen gekommen, alle auf Regenreifen wechseln. In der letzten Runde. Eher letzten Runde. Wollte ich gerade sagen, in der letzten Runde. Hm. Muss ich dann sehr realistisch. Kimi Räikkönen gewinnt. Ich bin gerade mal Anfang zweiter Sektor. Verpiss dich. Ich bin letzter auf Sektor. Paris ein Großcar. Aber ganz hinter mir ein normales Auto. Das ist auf einmal ein Großcar. Und das heißt bei mir, wenn er ein Großcar ist, überholt er mich in der letzten Kurve. Das wird auch gleich so sein. Passt auf. War auch wie in Malaysia so, hat mich auch überholt und wie ausbeschleunigt. So, noch einmal anbremsen, letzte Kurve, vorletzte Kurve. Da bist du schon, Alter. Kein Risiko beim Beschleunigen mal eingehen. Dann wirst du Fünfter, wa? Und ich werd Fünfter, letzte Kurve! Das ist Position 5! Ja, klar, Perez, klar, hm. Wie er abzieht. Und Bottas auch, bestimmt wird jetzt 16. Und ja, kaum klar. Ja klar, was ist denn hier los, bitte? Leck mich doch, ey. Wie unlogisch ist das, dass mich wieder genau Perez überholt? Das ist so unlogisch. Genau Perez, wie in Malaysia. Das ist auch voll verbuggt. Tja. Leck mich, ehrlich gesagt, kann ich ausrasten. Bisher jetzt so wieder. Scheiß, ey. Ganz leid sagst du, es macht Spaß hier hinten. Ja, hat doch Spaß gemacht, ey. Aber wenn, sobald einer über die Ziellinie ist, werden alle hinter dir Ghostcars. Bottas und Perez war bei mir Ghost Car. Vettel war kein Ghost Car bei mir. Lol. Hat irgendjemand eine Strafe bekommen?
Natürlich nicht. Aber Sebastian von 5 auf 16, das ist schon. Aber ich würde mal sagen, dass einiges im Rennen passiert, sonst wäre ich nicht Fünfter geworden. So. Ja klar, Kimi Räikkönen zwei Stops, Alonso hat zwei Stops. Wie sie alle zwei Stops machen? Klar, hier, am Arsch. Am Arsch. Guck mal, Suti, Gutierrez, Button, Hülkenberg, die Rester, alle zwei Stops. Vettel 4. Perez zwei Stops, klar, ja. Aber die haben alle nur klar, dass sie durchhalten können, klar, hier. Fickt euch alle. Alter, ich hab. Hat der Suti wurde. Der wurde langsamer. Die wurden alle langsamer. Vor allem der Suti ist mir aufgefallen. Ja, wer möchte das Rennergebnis präsentieren? Soll ich oder willst du? So. Durchmachen, ich hab Bock darauf. Kimi Räikkönen und Romain Grosjean, 13. trennen die beiden nur auseinander auf 1 und 2. Mercedes-Mann Nico Rosberg auf der 3. Der Frontflügel hat gehalten. Fernando Alonso auf der 4 von der Pole gestartet. Dann komme ich auf der 5. Stark. Aber ich, ey, guck dir mal eine schnellste Rennrunde an. Die ist gar nicht so weit weg. Na, guck dir mal die anderen an. 1,37 sind alle gefahren. Guck mal in meinem Bereich. Ich habe 1,39 überall und die alle vor mir hinter mir 1,37. Komm, ist doch unlogisch, bitte. Mark Webber auf der 6. Lewis Hamilton auf der 7. Der Adrian Sutil hat nur eine 39,2. Der Gutierrez hat nur eine 38,2. Jensen Button holt den letzten Gas, die Punkt. Ficker dafür eine Zeit gefahren sind. Ich bin mit Platz 5 mehr zufrieden. Muschelten leider nur auf der 15. Von 16 gestartet war das, ne? Ja. Wir haben in einer Position. Es war so klar, dass nicht Paris wollte. Das war einfach nur klar. Oder Wichser. So. Ja, meiner ist immer noch enttäuscht. Ich weiß nicht warum. Mit Platz 5, hallo. Da warten die denn ihr Siege oder was? Podiumsplätze. Aber es ist viel passiert im Rennen, so wie ich dich da hinten gehört habe, ey. Aber meine Strategie war perfekt. Also. Wie sie alle wieder aufgeholt haben, ey, diese Reihen zum Brechen, ey. Mann, ey. Kotz mir wieder an. So ein Mist, aber auch sowas Unlogisches. Drecksgame. Also mit den Coast Guards, das finde ich echt extrem merkwürdig. Und wenn die Ghost Guards längern, überholen dich, sind 500 km/h schnell. What? Alter, da hab ich langsam keinen Bock mehr drauf. Mal ganz ehrlich. Mann, überspringen die Scheiße hier. Ja, wait. Vom Regen, gib mir Regen. In Bahrain, das wäre unrealistisch, ja. Na klar, ist alles möglich. Ja. Sonnenschein. Scheiß Sonnenschein. So, Moischan kommt erstmal runter. Alter, ich find's einfach nur doof, ey, mal ganz ehrlich. Sollen sie ein Patch rausbringen für Ghost Cars, bitte? Das hat er nicht mal F1 2012 geschafft. 2030 liegt wieder Rekorde hier auf, ey. Darf ich dir schon mal, darf ich dir schon mal einen Gefallen tun? Die Reifen hier bei Reinhalten länger. Wirklich? Hier ist der Benzinverbrauch noch höher, war? Wahrscheinlich, wie im letzten Jahr, ja. Damit verabschieden wir uns. Wir brauchen erstmal ein Setup wieder. Das darf man euch dann gerne wieder aussuchen. Ja, cool. Nutzt denn eh nichts für mich, weil ich eh wieder 15. werde. Oh, also. Mann, ey. Egal. Wir hatten ein Thema vor diesem Aufnehmen hier und, ja. Muschan meinte aber wieder auszurasten. Haben wir ein Thema? Ja. Einfach mal cool bleiben. Was für ein Thema war denn nochmal? Einfach cool bleiben. Einfach mal cool bleiben, nicht mal so. Mal relaxen, ey. Du regst dich über jede Kleinigkeit wieder auf. Ich bin halt der neue Wally. Ja, dann werde ich der neue Wally. Das ist ganz schnell unbeliebt bei mir. Nein. Ja, muss ich aber ein bisschen noch in Grenzen halten. Wenn du dir möchte Ghost Cars sind, die dich da einmal überholen und unrealistisch fahren, dann regt das nur noch einen auf, mal ganz ehrlich. Ja, ich hatte auch einen Ghost Car hinter mir, das ist der Mark Webber zum Schluss, aber ich. Du darfst nicht. Ja, aber der hat dich nicht ausbeschleunigt, was er vorher nicht gemacht hat als normales Auto. Ja, ich schau mal dein Video an, dann werde ich es ja sehen. Wir verabschieden uns, wir überspannen mal wieder die ganze Trainingszeit hier und haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.